abgegeben. Das heißt, das Bestanddekret, solche Kinder dürfen nicht behandelt werden. Das war noch vor dem Krieg, also vor dem jugoslawischen Krieg. Da dachte man wohl auch noch anders. Die Eltern kamen zu mir, wir machten Diagnostik, wir machten DMPS-Test und das war ja auch noch relativ kurz, der DMPS-Test war hoch und dieses Kind war zu dem Zeitpunkt 8 Jahre alt, lallte, nahm keinerlei Kontakt mit der Umwelt auf und konnte nicht gehen. Aber schon nach einem Jahr hat es sich wesentlich gebessert. Hier natürlich hohe DMPS-Mengen, wir gaben täglich mindestens eine Kapsel, die man war, häufig Spritzen, auch hirndurchblutungsfördernde Mittel und so weiter. Im nächsten Bild sehen wir, wie das Mädchen dann 4 Jahre später war dann in einer Sonderschule, konnte lesen, konnte schreiben, konnte lernen, sich zu bewegen und war sehr lieb. Sie ist heute 16, fast 17 Jahre alt, natürlich wie all die Dinge, die dann bei vergifteten Kindern noch hinzukommen. Männer halten in der Familie nie ein vergiftetes Kind aus. Also Familien mit chronisch kranken Kindern sind immer Familien von alleinerziehenden Müttern. Das hört sich jetzt für Sie vielleicht ein bisschen von oben herab an, aber es ist Tatsache. Ich kann Ihnen sicher von 5000 vergifteten Kindern auf Anhieb keine einzige Familie sagen, wo der Vater 1, 2, 3 Jahre nach Beginn der Erkrankung noch bei der Familie blieb. Und das hat das Kind natürlich danach sehr irritiert. Aber heute sei ich über den Berg und ist sehr glücklich. Und ich bin auch sehr, sehr glücklich über die Jasmina, denn sie hatte mir zu einem Zeitpunkt, wo noch kein Mensch über Amalgam redete, sie hatte mir beigebracht, was eine chronische Quecksilbervergiftung ist, welche Symptome sie macht, was man dagegen unternimmt. Sie hatte mir das gelernt. Ich hatte viel vorher über Quecksilber gearbeitet. Ich hatte sogar in Marktredwitz mit Schiele zusammen große Vorträge schon 10 Jahre vorher gehalten, was Quecksilber ist, was macht, wie man es behandelt. Aber so wirklich hautnah und welches Symptom macht was, das nur durch Jasmina. Und ich bin meinen Patienten irrsinnig dankbar darüber, was sie mir gelernt haben. Und andererseits ist es wahnsinnig schön, was man hier mit den Patienten erlebt. Wie die Mutter und wie der Vater nach Jahren da glücklich waren und wie wir uns umarmt haben. Es waren wirklich die schönsten Zeiten. Man kann das nicht nachvollziehen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also der Erfolg bringt natürlich auch wirklich sehr schöne Sachen mit sich. Nächstes Bild. Ja, und das war dann der nächste Fall. Das war die Heidi. Ein 10-jähriges Mädchen, der jüngste Assistent der Klinik, heute ein ganz großer Umweltarzt, Dr. Böse, rief mich an, da sei ein Kind in der Haunerschen Kinderklinik, das seit 6 Monaten im Koma liegt und auf der Intensivstation und so eigenartige Dinge. Nur die linke Seite bewegt sich ständig und kann nicht gehen, nimmt man Ataxie und. Und gestern Abend war ein Fernsehfilm von Down darüber, Mark Redwitz, und da erzählte er, was Quecksilber macht, und jetzt kam ihm die Idee, ob das nicht Quecksilber ist. Ich bin da gleich aus der Praxis vor in die Kinderklinik, habe das Kind gesehen, es war zum Heulen, es war eine ganz klassische, typische, eindeutige, mit nichts zu verwechselnde Quecksilbervergiftung. Und ich kannte ja die ganzen Kinderärzte, die Professoren, ich redete dann 8 Stunden, ich hielt dann eine kurze Vorlesung vor 80 Ärzten im Hörsaal in der Haunerschen Kinderklinik, erzählte, man müsste hier mobilisieren. Und ja, es waren dann viele Umwege, es wurde dann mobilisiert, es kam dann Urin an irgendein Labor, das Labor diagnostizierte dann null Quecksilber im Urin, das ist auch insgesamt bei Gesunden relativ selten.
und ich ließ dann eine Kontrollprobe ins Toxlabor nach Bremen schicken und vom selben Urin, wo zuerst null war und alle hämisch lächelnd sagten, Downer von wegen typischer Quecksilber, im selben Urin war dann 180 Quecksilber drin. Aber die Kollegen konnten sich nicht entschließen, Gegengifte zu geben, alles war viel zu riskant. Quecksilber gilt ja irgendwie als sowas, ja, was Niedliches, gell? Sowas, wo gern Kleinkinder damit spielen, weil es ja auch so lustig ist. Aber DMPS ist was Gefährliches, was Fremdes. Ich ließ dann diese Mutter zu mir kommen, das Kind war in der Klinik, und ich sagte ihr, sie soll unbedingt dem Kind heimlich jeweils eine Kapsel pro Tag ins Essen geben. Die Mutter machte das. Und nach 8 Tagen hat sich dann die Symptomatik so dramatisch gebessert. Und dann sagte die Mutter das dem Klinikarzt und dann hat der Klinikarzt das weitergeführt. Und das Kind bekam also dann 2 Monate lang täglich DMPS und dann ging das alles weg und war alles gut. Und dann kam es in der Nachsorgeklinik, war schwerst psychisch gestört, auch körperlich erheblich gestört. Wurde dann entlassen und nach einem Jahr Krankenhausaufenthalt kam es dann zu mir in die Praxis und ich machte einen DMPS-Test und wieder war Quecksilber drin von 20. Und bloß, dass Sie wissen, wie dann ein Arzt denkt. Die Mutter saß mir gegenüber, die Tochter im Stuhl daneben und ich habe mir gedacht, kann das wirklich sein, dass die Mutter jetzt heimlich dem Kind immer Quecksilber zuführt? Ja, so ist wirklich ein Gedanke. Ich geniere mich nicht über diese obstrusen Gedanken, die sich da manchmal aufdrängen. Deswegen habe ich auch vollstes Mitleid mit jedem Arzt, der keine Ahnung hat und sagt, der mir gegenüber sitzt, der ist psychisch krank. Denn schon mein Vater sagte 1950, je weniger ein Arzt weiß, desto mehr sieht er psychische Krankheiten. Und man muss einfach wissen, wenn man nichts weiß, dann sagt man die Psyche. Natürlich ist die Psyche verändert. Ist klar, wenn Sie halt einen Schnupfen kriegen, ist die Psyche auch nicht verändert. Aber der Psychiater hilft halt nichts gegen Schnupfen. Ja. Und so war das hier auch. Wir haben dann geforscht und dann hatte ich die Idee, dass eine verschluckte Quecksilberbatterie vielleicht die Ursache war. Und tatsächlich war eine Batterie weg und dann gab mal wieder Gegengift und dann waren auch die Symptome wieder besser. Aber dann war die Batterie plötzlich aufgefunden. Und was dann? Und dann war eben die Anamnese das Hilfreiche. Sich wirklich hinzusetzen und die Mutter und das Kind plappern lassen, was ist los. Und die Mutter sagte sehr vorwurfsvoll, wissen Sie, die Heidi war ja immer ganz lieb. Aber störrisch war die, wenn sie zum Zahnarzt musste. Und nach jedem Zahnarztbesuch war die störrisch hoch 10. Und beim vorletzten Zahnarztbesuch, wir haben ja 6 große Backenzähne mit Amalgam füllen lassen, beim vorletzten Zahnarztbesuch war die so böse, dass ich die verprügeln musste. Und beim letzten Zahnarztbesuch, da habe ich es dann ganz fürchterlich geschlagen. Und danach war die ganz anders. Und 8 Tage später konnte sie dann nicht mehr gehen und dann war sie im Koma. Und da habe ich mir gedacht, kann da wirklich ein Zusammenhang sein zwischen Amalgam und sich schlechter fühlen? Und nach dieser Anamnese hatte ich dann in einer Woche alle Patienten, die zu mir kamen und alle meine Mitarbeiter, mit DMPS behandelt und dann kamen Werte raus, die wir heute ja nie mehr wiedersehen. Also der Helfer in meinem Vorzimmer, der liebe Sepp, hatte einen Quecksilber von 1800 im Urin und der Laborchef sagte, rief mich an, Dr. Schivar aus Bremen, tun Sie eigentlich in den Urin immer einen Quecksilber rein? Und so kamen, überstürzten sich also die Ereignisse. Kurzum, die Heidi lehrte mir, dass Amalgam die Ursache dieser Sachen ist. Und ich meine, dass natürlich so eine lange Klinik-Sache und monatelanges Koma, monatelange Infusionsbehandlung an einem kindlichen Gehirn nicht ohne Schäden vorbeigeht, ist ja klar.
Aber ich halte die Heidi als die eigentliche aufgegeben. Das heißt, es bestand Dekret, solche Kinder dürfen nicht behandelt werden. Das war noch vor dem Krieg, also vor dem jugoslawischen Krieg. Da dachte man wohl auch noch anders. Die Eltern kamen zu mir, wir machten Diagnostik, wir machten DMPS-Test und das war ja auch noch relativ kurz, der DMPS-Test war hoch und dieses Kind war zu dem Zeitpunkt 8 Jahre alt, lallte, nahm keinerlei Kontakt mit der Umwelt auf und konnte nicht gehen. Aber schon nach einem Jahr hat es sich wesentlich gebessert. Hier natürlich hohe DMPS-Mengen, wir gaben täglich mindestens eine Kapsel die man war, häufig Spritzen, auch hirndurchblutungsfördernde Mittel und so weiter. Im nächsten Bild sehen wir, wie das Mädchen dann 4 Jahre später war dann in einer Sonderschule, konnte lesen, konnte schreiben, konnte lernen, sich zu bewegen und war sehr lieb. Sie ist heute 16, fast 17 Jahre alt, natürlich wie all die Dinge, die dann bei vergifteten Kindern noch hinzukommen. Männer halten in der Familie nie ein vergiftetes Kind aus. Also Familien mit chronisch kranken Kindern sind immer Familien von alleinerziehenden Müttern. Das hört sich jetzt für Sie vielleicht ein bisschen von oben herab an, aber es ist Tatsache. Ich kann Ihnen sicher von 10-jähriges Mädchen, der jüngste Assistent der Klinik, heute ein ganz großer Umweltarzt, Dr. Böse, rief mich an, da sei ein Kind in der Haunerschen Kinderklinik, das seit 6 Monaten im Koma liegt und auf der Intensivstation und so eigenartige Dinge. Nur die linke Seite bewegt sich ständig und kann nicht gehen, nimmt man Ataxie und. Und gestern Abend war ein Fernsehfilm von Down darüber, Markt Redwitz, und da erzählte er, was Quecksilber macht. Und jetzt kam ihm die Idee, ob das nicht Quecksilber ist. Ich bin da gleich aus der Praxis vor in die Kinderklinik, habe das Kind gesehen. Es war zum Heulen, es war eine ganz klassische, typische, eindeutige, mit nichts zu verwechselnde Quecksilbervergiftung. Und ich kannte ja die ganzen Kinderärzte, die Professoren, ich redete dann 8 Stunden. Ich hielt dann eine kurze Vorlesung vor 80 Ärzten im Hörsaal in der Haunerschen Kinderklinik, erzählte, man müsste hier mobilisieren. Und ja, es waren dann viele Umwege, es wurde dann mobilisiert. Es kam dann Urin an irgendein Labor, das Labor diagnostizierte dann Null Quecksilber im Urin, das ist auch insgesamt bei Gesunden relativ selten. Und ich ließ dann eine Kontrollprobe ins Toxlabor nach Bremen schicken und vom selben Urin, wo zuerst null war und alle hämisch lächelnd sagten, Daunderer von wegen typischer Quecksilber, 5000 vergifteten Kindern auf Anhieb keine einzige Familie sagen, wo der Vater 1, 2, 3 Jahre nach Beginn der Erkrankung noch bei der Familie blieb. Und das hat das Kind natürlich danach sehr irritiert. Aber heute sei ich über den Berg und ist sehr glücklich. Und ich bin auch sehr, sehr glücklich über die Jasmina, denn sie hatte mir zu einem Zeitpunkt, wo noch kein Mensch über Amalgam redete, sie hatte mir beigebracht, was eine chronische Quecksilbervergiftung ist, welche Symptome sie macht, was man dagegen unternimmt. Sie hatte mir das gelernt. Ich hatte viel vorher über Quecksilber gearbeitet. Ich hatte sogar in Markt Redwitz mit Schiele zusammen große Vorträge schon 10 Jahre vorher gehalten, was Quecksilber ist, was macht, wie man es behandelt. Aber so wirklich hautnah und welches Symptom macht was, das nur durch Jasmina. Und ich bin meinen Patienten irrsinnig dankbar darüber, was sie mir gelernt haben. Und andererseits ist es wahnsinnig schön, was man hier mit den Patienten erlebt, wie die Mutter und wie der Vater nach Jahren da glücklich waren und wie wir uns umarmt haben. Es waren wirklich die schönsten Zeiten, man kann das nicht nachvollziehen, man kann sich das gar nicht vorstellen. Also
der Erfolg bringt natürlich auch wirklich sehr schöne Sachen mit sich. Nächstes Bild. Ja, und das war dann der nächste Fall, das war die Heidi. Entsichtlich da manchmal im Aufdrängen. Deswegen habe ich auch vollstes Mitleid mit jedem Arzt, der keine Ahnung hat und sagt, der mir gegenüber sitzt, der ist psychisch krank. Denn schon mein Vater sagte 1950, je weniger ein Arzt weiß, desto mehr sieht er psychische Krankheiten. Und man muss einfach wissen, wenn man nichts weiß, dann sagt man die Psyche. Natürlich ist die Psyche verändert. Ist klar, wenn Sie so halt einen Schnupfen kriegen, ist die Psyche auch nicht verändert. Aber der Psychiater hilft halt nichts gegen Schnupfen. Ja. Und so war das hier auch. Wir haben dann geforscht und dann hatte ich die Idee, dass eine verschluckte Quecksilberbatterie vielleicht die Ursache war. Und tatsächlich war eine Batterie weg und dann gab man wieder Gegengift und dann waren auch die Symptome wieder besser. Aber dann war die Batterie plötzlich aufgefunden und was dann? Und dann war eben die Anamnese das Hilfreiche. Sich wirklich hinzusetzen und die Mutter und das Kind plappern lassen, was ist los. Und die Mutter sagte sehr vorwurfsvoll, wissen Sie, die Heidi war ja immer ganz lieb, aber störrisch war die, wenn sie zum Zahnarzt musste. Und nach jedem Zahnarztbesuch war die störrisch hoch 10. Und beim vorletzten Zahnarztbesuch, wir haben ja 6 große Backenzähne mit Amalgam füllen lassen, beim vorletzten Zahnarztbesuch war die so böse, dass ich die verprügeln musste. Und beim letzten Zahnarztbesuch, da habe ich es dann ganz fürchterlich geschlagen. Im selben Urin war dann 180 Quecksilber drin. Aber die Kollegen konnten sich nicht entschließen, Gegengifte zu geben. Alles war viel zu riskant. Quecksilber gilt ja irgendwie als sowas, ja, was Niedliches. Gell? Sowas, wo gern die Kleinkinder damit spielen, weil es ja auch so lustig ist. Aber DMPS ist was Gefährliches, was Fremdes. Ich ließ dann diese Mutter zu mir kommen, das Kind war in der Klinik und ich sagte ihr, sie soll unbedingt dem Kind heimlich jeweils eine Kapsel pro Tag ins Essen geben. Die Mutter machte das und nach 8 Tagen hat sich dann die Symptomatik so dramatisch gebessert und dann sagte die Mutter das dem Klinikarzt und dann hat der Klinikarzt das weitergeführt und das Kind bekam also dann 2 Monate lang täglich DMPS und dann ging das alles weg und war alles gut und dann kam sie in der Nachsorgeklinik, war schwerst psychisch gestört, auch körperlich erheblich gestört, wurde dann entlassen und nach einem Jahr Krankenhausaufenthalt kam es dann zu mir in die Praxis und ich machte einen DMPS-Test und wieder war Quecksilber drin von 20. Und bloß, dass Sie wissen, wie dann ein Arzt denkt. Die Mutter saß mir gegenüber, die Tochter im Stuhl daneben und ich habe mir gedacht, kann das wirklich sein, dass die Mutter jetzt heimlich dem Kind immer Quecksilber zuführt? Ja, so ist wirklich ein Gedanke. Ich geniere mich nicht über diese obstrusen Gedanken.